My wish with this show, with this picture, that people that come here, they understand a little bit of this, that we have an important planet, that what is important is nature, that we can do what we do. We are nature. If you don't pay attention, we'll be not more nature. The moment that we will be no more nature, we'll be out of the planet. We'll be finished. Pictures are not the reality. The pictures are a concept, is a dream, is a point of view. Pictures are not objective, they are deeply subjective. Es ist ein historisches Archiv, es ist ein afrikanisches Archiv und es besteht aus den unterschiedlichsten Teilen, aus klassischen Porträtfotografien, es besteht aus Albumseiten, es besteht aus Büchern, es besteht aus Postkarten, es besteht aus Carte de Visite und so weiter und so weiter. All die Mittel, die im Ende des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhunderts benutzt wurden, um Bilder der westlichen Welt zu zeigen. Und auf der anderen Seite haben wir gegenwärtige Künstler, die sich mit diesem Material auseinandersetzen. Wir durften ja an der Ausstellung von Sebastião Salgado kaum was verändern. Deswegen haben wir hier versucht, mit der Ausstellung aus der Sammlung von Arthur Walter, der ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist aus dieser gewaltigen Sammlung, zu zeigen, wo eigentlich die historischen Linien sind, derer sich Salgado bedient. Denn auch Salgado ist in Länder gegangen, als Weißer, als Fremder und hat Menschen fotografiert. Und hier im 19. Jahrhundert sieht man irgendwie ganz schön, wie der weiße Mann, natürlich auch ganz anders wie Salgado, aber wie der weiße Mann in entlegene Länder geht und sich mit den Urbewohnern oder mit der Urbevölkerung auseinandersetzt. Die Idee war eigentlich, mit dem Archiv der Brigadetagebücher der Baumwollspinnerei zu arbeiten und in diesen Büchern nach der Frage zu forschen, inwieweit das Individuum in dem Gedanken des Kollektivs, der ja im Sozialismus so groß geschrieben wurde, wie weit das Individuum in diesen Büchern, in diesen Tagebüchern aus dieser Zeit sichtbar wird. Ich finde diesen Zugang sehr schön, den Emanuel in diesem Projekt gefunden hat. Über diese Bilder, über diese Brigadebücher und über so eine künstlerische Installation, so eine Art Erinnerungsraum aufzumachen.